Herzlich willkommen zu einer neuen Buchbesprechung. Heute geht es um Wishy is Love. Das ist der erste Teil der Sinners of Saint-Reihe von L.J. Chen. Das Buch habe ich gelesen, weil die liebe Lea vom Kanal City of Words and Pages das mal für mich rausgesucht hat. Nur deswegen ist es endlich von meinem Stapel ungelesener Bücher weggekommen, denn das habe ich mir in einem Mängelexemplaranfall mal bei Avel bestellt. Aber wenn ihr wissen wollt, worum es erstmal geht, ohne Spoiler und wie es mir so gefallen hat, dann bleibt jetzt dran und im Anschluss gehe ich aber auch noch ein bisschen in den Spoiler-Teil, weil ich auch noch das eine oder andere Mal genauer zum Inhalt erzählen möchte. Aber wenn ihr das Buch noch nicht gelesen habt, schaltet da einfach ab, ich sage euch vorher Bescheid. Und für alle anderen würde dann noch ein bisschen was zum Inhalt kommen. Aber jetzt erstmal spoilerfrei. Ja, in diesem Buch geht es um Wishes, der eigentlich Baron heißt, aber sein Spitzname ist Wishes, und um Emilia. Die beiden lernen sich vor 10 Jahren kennen, denn Wishes ist sehr reich, seine Familie ist sehr reich und die haben Hausangestellte und dazu zählen eben auch seit kurzem Emilias Eltern, die arbeiten da in dem Haus und Emilia darf auch in diesem Haus natürlich wohnen, also die haben da dann so einen Wohnkomplex, wo man als Hausangestellte dann leben darf. Und Emilia darf aber auch auf die Schule gehen, wo die ganzen anderen reichen Kinder unterrichtet werden. Natürlich ist sie dann eher so das Kind ohne Geld. Ne? Und sie erwischt halt Wishes auf dem falschen Fuß. Sie zieht seinen ganzen Zorn eines Tages auf sie. Das wollte sie überhaupt nicht, aber seitdem ist ihr Leben nicht mehr so, wie es sein soll. Wir sind nämlich hier einmal vor 10 Jahren eben in Schulzeiten. Er hasst Emilia abgrundtief und er zerstört ihr komplettes Leben. Und dann treffen die sich Jahre später in New York wieder. Er ist mittlerweile ein erfolgreicher Anwalt, hat Geld ohne Ende. Und Emilia lebt gerade in New York mit ihrer Schwester, die lungenkrank ist und sehr viel Medizin braucht. Und die können sich so gerade eben noch über Wasser halten. Und die beiden treffen eben aufeinander, diese zwei Welten auch wieder. Und es sind alle Gefühle wieder da, bei beiden. Also es ist Hass, es ist aber auch Verlangen, es ist irgendwie einfach ein großes Potpourri an Gefühlen bei den beiden. Ja, und bei Wishes geht es dann so weit, dass er Emilia auch wieder in seinem Leben haben möchte. Ausgerechnet die Emilia, deren Leben er vor Jahren richtig zur Hölle gemacht hat und sogar dazu beigetragen hat, dass sie ans andere Ende von Amerika gereist ist und sich von ihrer Familie getrennt hat. Ja, Emilia in der Notsituation, dass sie natürlich eigentlich das Geld sehr, sehr gut bräuchte, sagt sie zu und arbeitet jetzt als Assistentin für Wishes. Dass das nicht ganz ohne Konsequenzen bleibt, muss ich euch, glaube ich, nicht sagen, denn hier gibt es einiges aufzuarbeiten von früher, von heute und so weiter. Und wir erfahren sehr, sehr viel. Wir erfahren eben Rückblicke, wie es vor so und so viele Jahren war in der Schule. War das sogar vor 10 Jahren? Ich glaube schon. Wir erfahren, warum Wishes Emilia so hasst und warum er sie doch so anziehend findet und warum er die Dinge getan hat, die er damals getan hat. Und wir erfahren aber auch, was Emilia so denkt, wie sie mit dem Ganzen umgegangen ist innerlich und vor allem, was sie jetzt für innere Konflikte hat. Und es ist nicht ganz ohne, ne? Also ich war sehr irritiert. Also Wishes ist wirklich ein Bad Boy, wie er im Buche steht, aber so ein richtig arschiger. Also wenn er was besitzen will, dann wird er es auch besitzen. So nichts stellt sich zwischen ihm und dem Drang, seinen Wunsch zu erfüllen. Er ist halt so dieses typische, er sieht gut aus, er sagt, was er will, ihm ist kein Blatt vor dem Mund gewachsen und einfach ein Arsch eigentlich. Wir erfahren aber auch sehr, sehr viel eben aus seiner Vergangenheit, warum er vielleicht auch so ein bisschen so ist, wie er ist, weil er hat halt schon echt einen Knacks. Aber nichtsdestotrotz kam ich irgendwie mit ihm nicht ganz so zurecht. Also ich habe das Ganze irgendwie alles nicht verstanden und auch nicht gefühlt. Ich glaube, das war einfach nicht mein Protagonist, aber das ist ja auch nichts Schlimmes, denn die Geschichte an sich fand ich trotzdem sehr unterhaltsam. Ich fand, dass Emilia eine super tolle Protagonistin war. Für mich war sie die Sympathieträgerin. Ich glaube, das braucht man auch in einem Buch, wenn man so Gegenpole hat.
irgendwie, das muss ja irgendwie, sonst hat man nur dumme Leute. Aber sie ist auf jeden Fall total flippig und crazy und farbenfroh, bunt, also wirklich. Und ihre Schwester ist total toll. Ich war halt einfach auch von der Geschichte irgendwie gefesselt, weil ich unbedingt wissen wollte, wie geht's mit den beiden weiter? Aber nicht nur das, sondern auch, wie geht's mit dem Leben drumherum, was ja noch passiert weiter, denn da sind noch einige Sachen, die hier kommen. Aber wie gesagt, für mich war das jetzt nicht ganz so der Hit. Ich habe einfach nicht verstanden, warum die beiden so miteinander umgehen, wie sie umgehen. Aber wie gesagt, das ist einfach nur so eine Gefühlssache, was Persönliches. Ich glaube, jeder sieht das wieder anders, weil ich sehr, sehr viele Leute kenne, die diese Reihe super toll finden und total auch in Wishes vernarrt sind. Also wie gesagt, das ist, ne, guckt euch das Buch einfach mal an und entscheidet dann selber. Das Buch, wie gesagt, hat halt diese Sprünge zwischen heute und vor 10 Jahren, aber auch Personen. Wechsel. Also wir haben mal die Sicht von Wishes und mal die Sicht von Emilia. Das macht das Ganze gerade hier natürlich auch noch super interessant, weil da eben so viele Facetten sind, so viele Gedanken, die man wirklich sehr gut mitbekommen sollte dann. Und deswegen war hier der Perspektivenwechsel für mich auch sehr, sehr gut gelungen. Vor allem, wir kriegen manchmal Sachen am Anfang angeteasert, irgendwelche Sachen erzählt, die ich überhaupt nicht verstanden habe, weil die erst am Ende erklärt worden sind. Also das fand ich auch sehr gut, dass die Autorin sowas noch gemacht hat. Und auch so ließ es sich wirklich super locker leicht lesen. Das hat also auf jeden Fall schon Spaß gemacht und es hat auch unterhalten. Deswegen war das für mich, wie gesagt, kein schlechtes Buch, aber eben auch kein Highlight. Also da habe ich definitiv Bücher aus so einer Sparte gelesen, die mir mehr, ja, Freude bereitet haben, ganz einfach. Ja. Aber das ist halt schon mal ein bisschen was anderes gewesen. Das muss ich auf jeden Fall gestehen. Wishes ist ein Protagonist, der wirklich sich von anderen abhebt. Ja, wenn ihr jetzt noch ein paar Details wissen wollt, dann bleibt doch dran. Also falls ihr das Buch schon gelesen habt oder falls ihr einfach so noch meine Meinung wissen wollt, dann bleibt gerne dran. Ansonsten schaltet lieber ab, denn ihr wollt ja nicht gespoilert werden. Und dann sehen wir uns vielleicht in einem anderen Video wieder oder später, wenn ihr das gelesen habt. Aber jetzt Spoiler-Part. Ich denke mir gerade, wenn mein Video monetarisiert werden würde, dann würde das danach nicht mehr monetarisiert sein. Wenn ich nämlich jetzt so reden würde, wie Wishes redet. Uiuiuiui. Klar ist so dieses, man hasst sich irgendwo oder man versteht sich nicht, aber trotzdem findet man sich anziehend. Der Grundaspekt, der ist ja eigentlich gar nicht mal so verkehrt. Das ist ja auch ganz oft das Spannende in solchen Büchern. Aber hier war das einfach alles so grundlos gefühlt irgendwie am Anfang. Also man hat zwar schon gemerkt, dass Emilia irgendwas gehört hat, was sie nicht hören sollte, aber dass er so da hart drauf reagiert, das fand ich einfach ein Unding. Und dass er so mega hart auf Dean reagiert hat, dass Dean ja dann mit Emilia ausgegangen ist und nachher auch zusammengekommen ist, das war direkt so, ich hasse sie, ich mache ihr das Leben zur Hölle, ich zeige ihr mit keinem Funken, dass ich sie irgendwie mögen könnte, weil ich mag sie nicht, aber sie gehört mir. Und sie darf nicht mit Dean zusammen sein und der Dean darf sie nicht entjungfern. Das ist mein Part irgendwann und es war einfach so ungesund. Es war einfach so ungesund, wirklich das mit zu lesen. Das war nicht meins, überhaupt nicht. Und klar war es irgendwo interessant, rauszufinden, was er für eine schreckliche Vergangenheit hat, dass er ja eigentlich nie richtig Liebe erfahren hat, außer von seiner Mutter, aber dass ja seine Mutter umgebracht worden ist. Und seine Stiefmutter, die letzte Hexe überhaupt, ist da mit ihrem Bruder, wie er da die ganze Zeit verprügelt worden ist. Das macht natürlich mit einer Seele auch was, vor allem in den jungen Jahren. Aber ich verstehe trotzdem nicht, warum alle den so toll finden. Also Emilia finde ich auf der einen Seite eigentlich ganz cool, weil sie ja doch irgendwo willensstark ist. Sie will ihren eigenen Job machen. Sie will sich nicht in ihn verlieben, weil sie genau weiß, was passiert und dass er ganz oft schon auf ihr Herz quasi gespuckt hat. Und das kann ich ja verstehen. Er ist ja, selbst wenn da irgendwie eine Anziehung ist, denke ich mir so oft, so wie der mit der geredet hat teilweise, ne? Und immer dieses Besitzergreifende sofort, bis mein Eigentum gefühlt und wieder nur ständig Sex wollte. Also ständig und ja, tätowieren, ja, jetzt will ich dich noch lecken und ich will noch hier und das und. Es war so unangenehm, ich fand das auch nicht sexy oder erotisch oder irgendwas. Also, nee, so gar nicht. Und dass sie es dann aber trotzdem noch weitergeführt hat. Also, ich fand, sie sollte zwar irgendwie immer konsequent wirken,
dass sie auch ihren eigenen Schädel hat und dass sie nicht alles mit sich machen lässt. Und im Endeffekt lässt sie dann doch alles mit sich machen. Das fand ich so unkonsequent. Dass sie dann erst sagt, ich will nicht mehr für ihn arbeiten, weil das ist es dann doch nicht wert. Scheiß auf das Geld, ich suche mir einen anderen Job. Findet ihren Traumjob quasi in der Galerie, wo sie auch selber ausgestellt wird. Das ist super, das ist toll für Emilia. Aber sobald die sich irgendwie mal ausgesprochen hatten und es hieß, er würde jetzt in LA aber wohnen und arbeiten müssen und sie wäre ja in New York, dass sie sofort alles hinschmeißt. Und dann sagt er, oh, übrigens, ich möchte jetzt bei dir sein. Ich lasse alles liegen. Na gut, meine Eltern sind da, aber Josie bleibt halt noch da. Ich weiß nicht, ich mochte das nicht. Es war so irgendwie, wie gesagt, sie will so willensstark sein, dann ist sie es doch nicht. Das hat mir irgendwie nicht so gepasst. Obwohl sie halt echt mega cool ist, auch mit ihren lila Haaren immer und so. Das fand ich schon ziemlich spannend, aber nee. Ich weiß nicht, ich wurde nicht ganz warm damit und er ist nicht meins. Er ist überhaupt nicht meins. Ich sag ja immer, ich überlege noch, ob ich die Reihe trotzdem weiterlesen soll, weil in den anderen Bänden geht es ja anscheinend um andere Charaktere. Also mir wurde schon gesagt, dass es wohl um die Schwester im zweiten Band geht. Und die Schwester fand ich ja auch eigentlich ziemlich cool. Und vielleicht sind ja nicht alle so pannekrank wie Wishiers drumherum. Will ich es herausfinden? Vielleicht sollte ich, also gebt mir gerne einen Tipp, Leute. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Weil für mich war das ja, wie gesagt, ein sehr unterhaltsames Buch, was irgendwie Spaß gemacht hat zu lesen, wo ich jetzt aber auch denke, so ist jetzt nicht meine erste Priorität. Aber wenn man mal so wieder was anderes lesen will, vielleicht. Also ich weiß es nicht. Aber so, nee. Irgendwie, nee. Ja, ich glaube, mehr kann ich jetzt zu Wishes Love auch gar nicht sagen. Ja, habe alles gesagt, was ich sagen möchte. Wie gesagt, lasst mir gerne in den Kommentaren da, wie euch das Buch gefallen hat. Auch wenn wir unterschiedliche Meinungen haben. Lasst es mich gerne wissen und dann hinterlasse ich euch jetzt noch zwei andere Buchbesprechungen rein, die ich angefangen habe, die mir ein bisschen besser gefallen haben. Ja, vielleicht schaut ihr da gerne mal vorbei, wenn ihr Lust habt und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Und habt bis dahin noch eine schöne Zeit. Ciao!